Das war eine Giftspinne, oder? Okay. Entweder ist unsere Nano-Suit zu gut. Oder, ich erleide hier einfach keinen Giftschaden. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, ja, Giftspinnen. Nichtsdestotrotz. Okay. Okay. Nehme ich gerne alles mit. Dazu wieder das Sortiersystem auf. Okay, so. Zap, zap, zap. Kies weg, Koks weg. Scherben weg, Teeölflaschen weg, hier die Karts weg. Was war das denn für ein Kart eben gerade? Verdammt! So. Das auch noch mit rein. Und die Kiste ist unsere. Das heißt also, wenn hier jetzt auch eine Kiste war, könnte das bedeuten, dass auf der anderen Seite, wo wir angefangen haben, nicht auch noch eine Kiste ist? Wo der Spinnspawner war? Richtig, danke. Kannst du mir nachkommen? Kannst du mir heute nicht nachkommen, ne? Ja. Ich möchte die da noch haben. Und ein bisschen mehr Licht möchte ich gerne haben. So. Alles meins. Hätte ich das gewusst, dass hier so viele Sachen sind. Dann hätte ich gar nicht so viel mitgenommen. Okay. Kommst du her? Kommst du nicht her? Das. Nein, das will ich haben. Jetzt kommst du natürlich, ne? So. Nein, da wollen wir jetzt nicht lang. Ich möchte mir auf jeden Fall noch das Nikolai-Tier holen. Zumindest ein Teil davon. Und das ist wohl auch fast weg. Das ist weg. Egal. So. Ich mache mal ein bisschen mehr Licht hier. Bist du böse? Was habe ich dir getan? Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Gold brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht so unbedingt. Dringendst. Weiter. Hier ist auch nichts weiter. Freut er sich natürlich auch, wir haben die Karte, ne? Und das bringt schon einiges. Wenn ich das richtig sehe, ist da ein Spawner drin, ne? Es ist natürlich die Frage wieder. Ist hier auch eine Kiste. Also, ich kenne es aus Minecraft so. Das ist natürlich doof, wenn ein Spawner genau über dem Teil ist.
Ich kenne es aus Minecraft halt so, dass bei Spinnen eigentlich eher selten Kisten waren. Umso mehr interessiert mich natürlich jetzt auch, wie das bei Feed the Beast ist. Das war einfach. Und hier geht's auch weiter. Ja, also falls ihr schon mal eine Portal-Gun gefunden habt, könnt ihr mir gerne mal sagen, wo. Ich möchte nämlich auch unbedingt eine haben. Das machen wir hier zu, so. Hier waren wir auch noch nicht, ne? Hallo? Junge, das ist aber auch... ist das alles gerade größer geworden? Sehr komplizierte Karte. Also sie ging schon mal besser zu drücken. Das ist wieder Silber, ne? Ne, das ist 14. Hä? Dämlich. Dämliche Kacke. Die schnappen wir uns auch nochmal. Das ist eine Sackgasse. So. Und hier ist wieder eine bezaubernde Kiste. Brot nehme ich gerne. Na, dann bleibt da hinten. So. Zap, zap. Ist natürlich doof, wenn ich das jetzt dazu mache. Dann komme ich auf der anderen Seite nicht mehr raus. Eine zwei Stahlschaufeln. Etwas Lappes. Okay. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Ich glaube, wir haben uns jetzt auf jeden Fall schon tierisch verlaufen. Ihr habt es natürlich gut, ihr könnt einfach zurückspulen und wisst wieder, wo wir sind. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin jetzt schon irgendwie rechts und links lang gelaufen und jetzt habe ich mich so gesehen schon wieder verlaufen. Okay. Ah, hier war auf jeden Fall das Skelett und eine Holzschwelle. Was kann man denn mit Holzschwellen machen? Hey, hey, hey. So. Weg, 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 weg. Das kann auch weg. Das kann weg, das kann weg. Das kann alles weg. Das weg. Hier füllen wir das Deck auf und weg damit. Das hauen wir auch hier alles schön rein. Und zapp, unsere. Ja. Also wir haben jetzt schon 6 Kisten gefunden. So, warte mal, wir waren doch noch. Da scheint nichts mehr hinter zu sein. Und wir kamen von hier. War hier noch irgendwas zu kontrollieren?
Sackgasse, nee. Da war auch nichts, da war auch nichts. Und dort war der Spawner. Wir könnten uns nochmal hier kurz durchschlagen. Natürlich in der Hoffnung, dass hier auch wieder eine Kiste ist. Aber demnach ja, hier tritt der Fall so ein bisschen ein, finde ich fast. Hier geht es nämlich noch weiter. So, Fackeln sind leer. Und ich schnapp mir das auf jeden Fall schon mal ins Inventar und die Kohle hier auch. Das hält, okay. Gleiche Weg, ja. Ah, ob das so gut war, hier lang zu laufen jetzt. Also, Diamanten würde ich natürlich mitnehmen, so ist es nicht. Nur Gold haben wir ja auch schon einiges wieder gefunden gehabt. Aber es gibt so teilweise Ressourcen, die sind mir persönlich einfach lieber. Nicht, dass es jetzt hier diese Smaragde, Diamanten etc. sind. Pauschal würde ich sagen, ich hätte hier nicht. Hier ist eine Ölquelle. Dort geht's aber weiter. Hier kann ich nochmal langlaufen. Ja, ich glaube, wir haben da schon einen richtigen Kracher gefunden, was den Minenschacht angeht. Also, Heidewitzka. Ordentlichst. Geht auf jeden Fall noch Minenschacht weiter. Das könnte der. Hä? Hey. Dieses Wasser auch immer. So. Da geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Leuchtet das hier? Deswegen, okay. Schön Fackeln. Fackel, Fackel, Fackel. Von der anderen Seite kommt auch noch Wasser, ist ja doof. Hier scheint es nicht weiter zu gehen.
geiles Versteck, oder? Für so eine doofe Kiste. Die hätte man jetzt nicht unbedingt finden müssen, wenn man das Wasser nicht wegmacht. Arbeitswaggon, okay. Cool. Ist das Stahl? Stahl. Krass. Nummer 7. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Da lang waren wir noch nicht. Okay, okay, okay. Das nehmen wir auch für uns mit. Und jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, aber das ist halb so wild. Ein Crafting Table. Für die ganzen Spitzhacken und sonstiges. Das hier sollte ich auch mitnehmen. Das ist, glaube ich, Farius, ne? Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Das werde ich auch mitnehmen. Ja, danke. Warum habe ich nur eins bekommen? Das ist ja doof. Halb so wild. Also hier scheint es auch nicht. Doch, da geht's noch weiter. Hier geht's auch weiter. Zumindest ein Teil. Ja, das ist so eine Stelle hier, wo man sagen könnte, da ist doch noch was. So. Die brauchen wir auf jeden Fall jetzt. Hey, fortgeschrittenes Handwerk, also. Nehmt euch in Acht. Eins, zwei. Was mache ich denn da? Geile Sache. So. Dann müssen wir hier wieder aussortieren. Various Smarte, das weg, das, das, das. Die Pflastersteine, so, so. Achso, das weg, das, das, das. Das, das. Und das. So. Wir wollten mal hier so ein bisschen noch. Ich würde da nämlich auch gar nicht immer so weit buddeln. Und da ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, wo das Skelett steht, sag ich mir doch, nö. Da muss ich nicht großartig weiter gucken. Weil auf Lava habe ich eigentlich keinen Bock. Ausrüstung hat auch schon ein bisschen gelitten, aber halb so wild. Sehe ich das da richtig? Oder sehe ich das da nicht richtig? Täuscht das? Hm. Ist hier aber auch ein Minenschacht. Der hört, glaube ich, nicht mehr auf. Ich glaube, hier drin werden wir unseren Tod finden.
Okay. Okay. Ja, das sieht bis jetzt noch nicht so erfolgreich aus, muss ich sagen. Obwohl wir schon fast eine gute Dreiviertelstunde mehr oder weniger unterwegs sind. Wirklich gar nichts. Außer Kohle nichts gewesen hier. Nö, nö, nö. Hier könnte noch was da sein, aber wenn, dann ist das hier auch der. Biene nehmen wir noch mit. Oh, Jetpack ist auch immer noch gut voll. Nicht schlecht. So, dann müssen wir hier ein bisschen Fackeln anfertigen. Ja, schade, man kriegt immer nur 4 Stöcker. So, ein bisschen mehr als 2 Sticks, das ist vollkommen in Ordnung. Da ist nichts, oder? Oder geht's da hinten um die Ecke weiter? Kacke. Das mache ich immer ganz gerne so, dass mir die Helligkeit hier erhalten bleibt. Es scheint hier tatsächlich noch weiter zu gehen. Dafür nehmen wir hier das hier mit. Und das Lapis. Das andere habe ich nicht mitgenommen wegen der Lava. Das war mir dann doch zu doof. Wenn wir dann irgendwann mal wieder hier rausgefunden haben, sage ich mal, können wir uns wohl eine neue Verzauberung gönnen. Ich möchte noch eine Kiste finden, Leute. Mehr Kisten, bitte. Was auf jeden Fall anscheinend nicht gleich ist, ist, dass im Nether, in der Netherburg, wiederum keine Kisten zu finden sind. Gehe ich jetzt nochmal da gucken. Das sieht aus wie eine Sackgasse. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Jeden Fall bin ich mir sicher, dass ich die hier noch stibitzen werde. Und irgendwo brennt hier was.